Herzlich willkommen bei Auf den Punkt zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Am 14. März wird gewählt. Und heute bei uns im Studio begrüßen wir Sascha Messmer von der SPD. Herzlich willkommen. Hallo Herr Rau, freue mich, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Bevor wir gleich mit den 5 Thesen starten, Sie treten hier an im Stuttgart-Wahlkreis 1. Bei der letzten Landtagswahl 2016 haben die Grünen da ja haushoch gewonnen mit Muhterem Aras. 42,4%. Ihre SPD-Vorgängerin Stefanie Brumm holte nur 10,7%. Wie hoch rechnen Sie sich denn ganz realistisch Ihre Chancen aus? Also ich glaube schon, dass wir eine gewisse Chance haben. Die SPD insgesamt ist ja gerade in den Umfragen ein bisschen besser oder steht jetzt ein bisschen besser da als vielleicht bei der letzten Wahl. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist und ganz entscheidend ist, dass die SPD mit in die Regierung kommt und möglichst stark wird, weil wir in bestimmten Punkten wie dem Klimaschutz sehr schnell vorankommen müssen, ganz dringend. Auch übrigens im Bereich der Digitalisierung. Und ich rechne mir da schon so 11-12% aus. Bin jetzt ein bisschen bescheiden. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser, aber muss natürlich auch ehrlich zugeben, dass ich jetzt da, wo ich beruflich tätig bin, in Böblingen ein Stück weit bekannter bin als hier. Okay, das heißt also, Sie sind da durchaus realistisch in der Wahrnehmung. Vielleicht noch mal ganz kurz, Ihre FDP-Konkurrentin Johanna Molitor hat hier im Interview gesagt, eine Ampel, warum denn nicht, kann sie sich durchaus vorstellen. Wie ist Ihre persönliche Meinung dazu? Lieber Opposition wieder oder vielleicht auch in die Regierung zurück? Also ich könnte mir eine Ampel unter bestimmten Bedingungen auch vorstellen. Ich habe ein bisschen Zweifel bei der FDP tatsächlich im Bereich Klimaschutz. Da wünsche ich mir wirklich ein schnelles Vorgehen. Und ich sehe jetzt da eher, dass wir im Bereich Digitalisierung wahrscheinlich ähnlich ticken. Aber im Bereich des Klimaschutzes sehe ich bei der FDP einen gewissen Nachholbedarf. Weil natürlich können wir wichtige Dinge auch für die Wirtschaft voranbringen, sicher Digitalisierung. Aber ich glaube, dass der Klimaschutz eben auch wichtig ist. Und ich glaube, wir müssen dann wesentlich mehr Anreize für die Unternehmen setzen und für die Bürgerinnen und Bürger. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das mit der FDP in allen Punkten so übereinstimmt. Alles klar, wir sind gespannt, wie das Ganze weitergeht und starten jetzt auch mit unseren 5 Thesen. Ich erkläre noch mal ganz kurz das Setting. Sie bekommen 5 Thesen von mir genannt, haben dann jeweils 30 Sekunden Zeit, darauf zu reagieren. Sollten Sie etwas länger sprechen, dürfen Sie gerne eine private Frage aus diesem kleinen blauen Töpfchen ziehen. Und es macht immer Spaß, da auch ein paar private Einblicke zu bekommen. Also von daher schauen wir einfach mal, wie es läuft und starten jetzt auch schon mit These 1. Wir benötigen dringend ein Ministerium für Digitalisierung, um Baden-Württemberg gigabit-fit in die Zukunft zu schicken. Ja, also da ist ein ganz klares Ja für mich bei der Frage. Bei der Digitalisierung, wir kommen da nicht so richtig voran, gerade im Glasfaserausbau, der ja nur die Grundlage ist für das wirtschaftliche Vorankommen in unserem Land. Siehe nur die Schulen, aber auch die Unternehmen, die dringend den Anschluss brauchen. Momentan ist es aufgeteilt zwischen Innenministerium und Wirtschaftsministerium. Innenministerium ist so quasi die Leitungsfunktion. Im Wirtschaftsministerium liegt das Geld und das passt nicht zusammen. Es ist zwar eine Querschnittsaufgabe, aber ich glaube, wir müssen da ein gemeinsames Ministerium schaffen. Alles klar, Sie haben punktgenau gesprochen, 29 Sekunden. Besser kann man es nicht lösen bei der ersten These. Vielen Dank dafür. Wir starten jetzt auch schon mit der zweiten These. Ein Tempolimit auf den Autobahnen in Baden-Württemberg ist reine Symbolpolitik. Nein, das ist keine reine Symbolpolitik. Also ein Tempolimit finde ich absolut notwendig. 130 auch auf den Autobahnen, das ist zwar Bundespolitik, aber wir werden uns darum bemühen. Einfach die Statistiken der Verkehrstotenzahlen zeigen, dass das dringend geboten ist, damit wir da niedriger kommen. Ich erinnere mich auch an viele Situationen, wo ich selbst einen Drängler hinter mir hatte und ich bin Gott froh, wenn mir das nicht allzu oft passiert. Und das andere ist der Klimaschutz. CO2-Reduktion findet nun mal auch mit oder kann auch mit einer Reduzierung des Tempos stattfinden. Alles klar, Sie waren ein paar Sekunden drüber. Wir freuen uns, Sie dürfen gerne eine private Frage ziehen. Ich weiß ja, ich hätte sowieso irgendwann eine ziehen müssen. Falsch rum. Was essen Sie, wenn Sie es sich mal so richtig gut gehen lassen wollen? Die Frage ist doch einfach. Die Frage ist einfach. Also früher ist es aber so gewesen, hatte ich ein Lieblingsgericht. Also als Kind hätte ich relativ schnell gesagt Spaghetti mit Soße Napoli. Ja. Heute bin ich da ein bisschen, ja, ein Klassiker als Kind, glaube ich auch. Heute ist es ein bisschen anders. Also manchmal freue ich mich auch über einfach eine Portion Pommes im Schwimmbad beispielsweise. Finde ich das ganz schön. Aber ich gehe auch immer gut, gerne gut essen. Ja. Okay, und was darf es dann sein?
Alles. Also es gibt eher so Sachen, die ich nicht mag, als dass es was gibt, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt mein absoluter Liebling. Ja. Okay. Wäre relativ schwierig zu beantworten. Alles klar. Schade. Es wäre vielleicht eine gute Überschrift gewesen. Aber vielen Dank dafür. Dann starten ich mag jetzt zum Beispiel kein Brokkoli, das kann man mal sagen. Ja. Ah, okay. Alles klar. Wir machen weiter mit der These 3. Die Grundschulempfehlung sollte abgeschafft werden, da nicht alle Lehrerinnen und Lehrer das volle Entwicklungspotenzial der Schülerinnen einschätzen können. Also ich glaube auch, dass nicht alle Lehrerinnen und Lehrer immer das Potenzial einschätzen können. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, ich bin gegen die Einführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung. Ich finde jetzt aber nichts falsch daran, wenn Lehrerinnen und Lehrer durchaus den Eltern eine Empfehlung mitgeben können. Ob die sich dann dran halten oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich finde es ganz gut, wenn die Eltern Anhaltspunkt haben, an dem sie sich orientieren können. Das war absolut in der Zeit. Wir machen weiter mit der These 4. Flüchtlinge sollen auch dann nicht ihren Schutzstatus verlieren, wenn sie in ihr Heimatland zurückreisen. Ja, es ist mir ein besonderes und wichtiges Thema. Ich finde, Flüchtlinge haben einen besonderen Schutz in unserem Land. Das ist auch gut so. Ich finde übrigens, dass wir viel mehr aufnehmen sollten. Gerade wenn man jetzt sich so die Situation in manchen Lagern anschaut, wie Moria beispielsweise. Das finde ich ein Skandal für Europa. Es kann ja mal sein, dass ich in die Situation komme als Flüchtling, dass ich mal zurück muss. Ein Todesfall in der Familie oder so. Und ich finde, unter bestimmten Bedingungen sollte das durchaus auch möglich sein. Ja. Alles klar. Man könnte fast meinen, Sie haben geübt 26 Sekunden knapp unter der Zeit. Und vielleicht, also ich erinnere mich manchmal schon eigentlich an Grünpolitiker so von den Thesen, die Sie hier beantworten. Sind Sie in der richtigen Partei? Ich bin in der richtigen Partei. Das Soziale ist mir sehr wichtig. Mir sind auch ein paar Wirtschaftsthemen durchaus wichtig. Beruflich bin ich ja Wirtschaftsförderer. Und ich sehe mich bei der SPD schon sehr gut aufgehoben. Ja. Alles klar, hätten wir das auch geklärt. Wir kommen zur letzten These, These 5. Betriebe, die nicht ausbilden, vernachlässigen ihren gesellschaftlichen Auftrag und sollten daher eine Abgabe bezahlen. Da sind wir jetzt ja schon bei so einem sozialen Thema. Natürlich bin ich für eine Ausbildungsplatzabgabe. Ich finde, es gibt ja genug Unternehmen, die da ja auch personelle und finanzielle Ressourcen reinstecken und ausbilden. Andere tun es nicht. Und im Sinne einer Solidargemeinschaft finde ich es von enormer Wichtigkeit, dass wenn dann die anderen davon profitieren, dann auch eine Umlage zahlen dafür, dass sie eben profitiert haben, wenn sie vorher nicht sich die Mühe gemacht haben, auszubilden. Aber müsste man das Ganze nicht vielleicht auch an die Größe des Unternehmens anpassen? Jetzt ein ganz kleiner Betrieb, ein kleiner Start-up kann sich vielleicht die Ausbildungszeit gar nicht leisten. Ja klar, also ich glaube, da kann man schon unterscheiden. Unter einer bestimmten Mitarbeiterzahl halte ich es auch nicht für praktikabel. Also ich denke jetzt mal, so unter 10 Mitarbeiter könnte es schwierig werden. Wobei auch da gibt es Beispiele für Unternehmen, die da trotzdem ausbilden. Das muss man auch sagen. Herr Messmer, jetzt habe ich Sie mit meiner Frage über die 30 gelockt. Würden Sie zum Abschluss noch mal für unsere Zuschauer eine Frage ziehen? Soll ich mal ein bisschen wühlen? Sehr gerne, Sie dürfen gerne die Lostrommel rühren. Wenn ich übrigens zwei habe. Wer ist Ihre Lieblingskollegin aus einer anderen Partei? Na gut, also ich sitze ja noch nicht im Landtag, deswegen ist es jetzt schwierig, das zu beantworten, weil der Horizont, sage ich mal, ein bisschen begrenzter ist. Ne? Also ich kann jetzt über die Kolleginnen aus meinem Wahlkreis sprechen. Vielleicht darf ich auch mal generell was sagen. Was ich sehr gut finde, ist, dass bis jetzt auf Muhtarım Aras, will ich jetzt aber nicht als negativ darstellen, aber bis auf Muhtarım Aras sind ja alle neu dabei, also relativ neu dabei und kandidieren zum ersten Mal. Und das finde ich erstmal grundsympathisch und toll, dass es da viele junge Kandidaten gibt. Und also ich finde sowohl Herrn Capezone als auch Frau Molitor und auch Frau Schagemann äußerst sympathisch. Alles klar. Aber auch Frau Aras auch. Also das wollte ich jetzt gar nicht, das wollte ich gar nicht draußen vornehmen. Ja. Wir sagen hier nichts gegen die amtierende Landtagspräsidentin. Nein. Wunderbar. Nee, sie war auch schon bei uns zu Gast und hat auch einen sehr sympathischen Auftritt hingelegt. In diesem Sinne kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Jung und Wild. Es gibt eine Frage von unseren ganz jungen Zuschauern und heute kommt sie von Leo. Hallo, ich bin Leo Staritz-Pichler, 16 Jahre alt und aus Stuttgart-Nord. Herr Messmer, Sie plakatieren den Schriftzug Mehr Klimaschutz in die Regierung. Viele KlimaexpertInnen fordern einen CO2-Maximalpreis von 180 Euro die Tonne. Die aktuelle Regierung, bestehend auch aus der SPD, veranlasste aber nur einen Maximalpreis von 50 Euro. Warum hat die SPD trotz Regierungsbeteiligung nicht mehr unternommen für den Klimaschutz? Herr Messmer, Sie dürfen direkt reagieren. Also ich bin jetzt unsicher, was er mit Regierungsbeteiligung meint, weil wir sind wahrscheinlich im Bund. Wahrscheinlich dann den Bund, hätte ich jetzt auch gedacht. Also auf Landesebene sprechen wir uns sehr deutlich auch für die 180 Euro pro Tonne CO2 aus, weil wir da auch
erkannt haben, dass es eine Notwendigkeit ist. Ich bin jetzt kein Bundespolitiker, deswegen kann ich da nur die Bundes-SPD oder nur um Verzeihung bitten, dass die Bundes-SPD diese Zeichen offenbar noch nicht erkannt hat. Vielleicht lag es aber auch an den Koalitionsverhandlungen, ne? Alles klar, wir sind gespannt. Auch in diesem Jahr ist Bundestagswahl, wie das Ganze dann im September sich entwickelt. Herr Messmer, vielen Dank für den Besuch heute bei uns hier bei Auf den Punkt. Hat mir Spaß gemacht. Und in der nächsten Folge begrüßen wir dann zum Abschluss für den Wahlkreis Stuttgart 1 Ruth Schagemann hier im Studio. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao.